Die dienstälteste noch laufende Fernsehserie im deutschen Fernsehen feiert 25. Geburtstag, die Lindenstraße. Und da dürfen wir dann natürlich nicht fehlen. Viele Schauspieler sind mit dieser Serie groß und auch älter geworden. Es gibt sogar Kinder, die als Kleine mit angefangen haben und mit der Serie wirklich gewachsen sind und heute noch als Erwachsene, als Mitte-30-Jährige dort mitspielen. Kein Wunder, das ist eine richtige Familie, dass auch viele Fans das so als Familie mit adoptiert haben und dass so manche vielleicht auch Realität und Serie, dann sehen Wahrheit, miteinander verwechseln. Es ist ja kein Geheimnis, dass Marie-Louise Marjan auf der Straße als Mutter Beimer angesprochen wird. Aber dass, wenn in dieser Straße dann eine Wohnung frei wird, sich ganz normale Menschen dort schriftlich bewerben, weil sie einziehen wollen, das finde ich dann doch ein bisschen durchgedreht. Denn wenn da einer einzieht, dann nur Sabine Heinrich. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe hier schon meine fürs Bücherregal was mitgebracht. Guckt mal, das 8 Kilo Fernsehgeschichte. Das ist hier mal was Feines für zwischendurch. 1000 Folgen, alle Texte, alle Bilder. Ja, ich sag ja 8 Kilo. Ich mach mal kurz weg. So. Also, hinter den Kulissen der Lindenstraße. Ich habe ein schönes Gruppenfoto gefunden und da wollen wir mal ein bisschen gucken, was ist eigentlich aus den Leuten geworden. An die erinnern wir uns auf jeden Fall. Beate Sarikakis heißt im wirklichen Leben Susanne Gannaut. Sie hat während ihrer Zeit in der Lindenstraße an der Uni in Köln Politik studiert und Philosophie und ist jetzt Journalistin bei der Taz. Darunter ist Manuel Griese, den haben ja, hat ja die Bertha mit dem alten Schildknecht. Adoptiert. Das ist Marcel Comissin, der ist heute Setaufnahmeleiter zum Beispiel für den Tatort. Hier. Walze. Nadine Spruss ist heute in Wesseling Politikerin. Und ein bisschen drunter haben wir die Fernsehzeitung vom 8. Dezember. Das ist ja der erste Tag der Lindenstraße. Und dann wurde ja vorab schon gesagt, das ZDF kann sich mal freuen, denn die werden eine Mörderquote zu dieser Zeit bekommen. Die Lindenstraße will keiner gucken. Wir gucken, was lief da. Simsalabim bam bum. Sechsteiliges Zauberfernsehspiel für Kinder. Wo ist diese Sendung eigentlich heute im Jahr 2010 und wo ist die Lindenstraße? Fans sind ganz begeistert natürlich von dieser Sendung nach wie vor. Am Tag nach der ersten Sendung gab es Zeitungsartikel, sehr schön, zurückhaltende Reaktion auf die Lindenstraße. Es gab beim WDR ein paar freundliche Anrufe. Ja, wirklich viele Menschen haben nicht zugeguckt, 14 Millionen Zuschauer. Das ist eine Mörderquote. Wolfram Lotze, Sie leiten das Pressebüro. Welche Geschichte hat zum Beispiel die meisten Zuschauerbriefe provoziert? Ja, der letzte große Burner war auf jeden Fall, als Anna Ziegler den Bruno den Balkon runtergeworfen hat. Ganz schlimme Geschichte, aber der absolute Knaller bleibt natürlich die Scheidung von Hans und Helga. Todtraurige Sache. Also waschkörbeweise kamen die Briefe an. Der arme Achim Lugas beschimpft worden und hat ja nichts geändert. Ne? Mein Brief muss auch noch irgendwo in der, im Archiv sein. Wir gucken gleich mal. Tatsächlich kriegen Fans das nicht ganz so oft hin, was ist jetzt Realität, was ist Fiktion. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte mit der großen Segeltour vom alten Griese und von Bertha. Wir sehen jetzt mal, wie der Griese sich jetzt verabschiedet. Gottes Segen und viel Freude auf deiner Reise, Gottlieb. Und komm gesund Griese, zurück. Mach ich. Schicken Sie bitte einen Wagen. Ja, so wiedersehen, Lydia. Wiedersehen, Chico. Und pass gut auf Mama auf, ja? Hasta la vista, Papa. No te pasara nada. Hasta la vista. Das Taxi kommt sofort. Bist du soweit? Ich bin soweit. Wiedersehen, mein Sohn. Nächstes Mal nehme ich dich mit. Ciao. Bis nachher, Mutti. Ciao, Chico. Ja, nächstes Mal nehme ich dich mit. Der ist nie wiedergekommen und die arme Bertha, Woche für Woche, hat sie sich Sorgen gemacht, wo ist eigentlich mein Gottlieb? Aber es gab dann tatsächlich die Antwort, nämlich per Post. Die Antwort gab es per Post und zwar eine nette Zuschauerin hat uns geschrieben, liebe Frau Griese, ich habe Ihren verschollenen Ehemann Gottlieb heute Abend auf dem Traumschiff gesehen, leider im ZDF, falscher Sender, aber der Mann lebt. Ach, das ist schon mal und gut, er segelt sehr beruhigend. Immer noch, für immer und ewig. Alles klar, und dann kam ganz aktuell auch ein Brief an Iffi und Klaus, tatsächlich von einem Paar, das auch in einer Lindenstraße wohnt. Irgendwie ist unsere Einladung zu eurer, wie auch immer, Hochzeit abhanden gekommen. Und wir wollten schon mal sagen, ihr solltet es wagen, heiratet. Das ist schön. Das geht aber dann auch weiter an Iffi und Klaus, das geht an Iffi und Klaus, damit die Bescheid wissen. Ja, die Fans. Katharina Görgen, Sie sind auch ein Riesenfan der Lindenstraße. Wie viele Briefe haben Sie denn schon hier hingeschrieben? Ich gestehe noch keinen einzigen, aber ich hol's nach. Dieses Jahr garantiert. Aber Sie haben schon mitgespielt in der Lindenstraße. Ja, das stimmt. Silvester 2009 mit Harry Rowohlt
Und ich habe ihn ganz innig und verliebt angeguckt. Das war wunderbar. Das gucken wir uns mal zusammen an. Wunderbar. Das ist diese Szene beim Silvestertanz. Wie kriegt man denn so eine Komparsenrolle? Also ganz einfach, man bewirbt sich. Also wie zum Beispiel ich. Ich habe mich online beworben und innerhalb kürzester Zeit habe ich ein Feedback bekommen. Selbst zu so einem wirklich wichtigen Tag, diesem Silvestertanz? Ich war schon mal als Komparsin hier und wurde daraufhin zu diesem Silvestertanz eingeladen. Katharina, Sie sind eine Edelkomparsin. Da dürfen wahrscheinlich nicht alle hin. War das eigentlich so lustig, wie es da aussieht? Wie sind die Dreharbeiten für Sie? Sie haben ja mit Schauspielerei nichts zu tun sonst. Also es war wunderbar. Also es war einfach, als ob man ins Fernsehen reingebeamt wurde, weil man sitzt ja immer vor dem Fernseher und nun ist man dahinter. Es war einfach klasse. Gucken Sie das heute tatsächlich noch jede Woche? Jeden Tag sogar. Die alten Folgen gucke ich immer noch jeden Tag. Samstags auf eins Festival. Immer noch die mittelalten Wiederholungen und ganz aktuell natürlich sonntags. Man kann es natürlich auch im Internet gucken, neue Homepage zum Beispiel von der Lindenstraße. Das ist übrigens auch total wichtig für Leute, die im Ausland wohnen. Die gucken sich dann immer noch mal an und sagen, so ist es zu Hause, gerade aus Amerika kommt auch viel Post. Die Lindenstraße. Heute treffe ich übrigens noch den großen Vater der Lindenstraße. Guck mal, hier steht er schon. Der Mann mit der Mütze. So kurz vor 9. Geißendörfer und ich. Wir sind ein tolles Paar, oder?